Wolltest es ja nicht anders. Oh, jetzt geht er in den Boden. Was geht denn mit dem ab? Scheiße. Okay, wir müssen hier ein bisschen anders machen. Wir müssen hier wahrscheinlich ein bisschen mehr Gas geben auf den Typ. Vielleicht werden wir uns dann doch eher den Nahkampfwaffen zuwenden. Und wir machen mal die Blutheilung, auch wenn wir im Moment kaum Schaden bekommen. Komm, ich warte jetzt, bis er in meiner bevorzugten Ecke wieder auftaucht. Sonst hat das hier keinen Wert. Wir werden uns jetzt hier hinten aufhalten und ihn einfach die Viecher bekämpfen, bis er wieder herkommt. Der scheint ja immer nur in den Ecken zu spawnen. Kommt dann jetzt her? Oder wir müssen mal die Disziplinen erhöhen. Man kann immer nur zwei Hits machen. Wie kommst du mit den... Wenn du die scheiß Kackviecher noch killst, kommst du überhaupt nicht mehr hinterher. Jetzt haben wir einen. Ich habe die Blutmacht nochmal aktiviert gehabt. Und Feuerfreund. Oh, das scheint wieder so ein Something Special Feed zu sein. Hält auf jeden Fall viel mehr aus als die anderen. Ja, komm, wo kommst du raus? Hinten in der Ecke. Und wir werden wieder zwei, drei Schläge ausführen. Oh, sehr schön. Und nochmal Blut machen. So. Es wird auch gleich Zeit sein, dass wir mal einen Blutkonserve zu uns nehmen. Außer wir können das Vieh ausdenken. Sieht nicht so aus. Na, jetzt kommen wieder diese hässlichen Grafikfehler. So, wir werden eine Aristokraten-Blutreserve aufnehmen. Aber wir haben auch noch Ahnenblut. Diese Blutkonserve enthält ausgesprochen mächtiges Blut. Das Wie und Woher seiner Herkunft bleibt wohl besser unerforscht. Wir nehmen das der oberen Gesellschaft. Habe ich jetzt das Ahnenblut gesoffen? Hau ab. Hässliches Kackvieh. So. Ja, wir hätten hier natürlich einen enormen Vorteil, wenn wir Geschwindigkeit gesteigert hätten. Aber so. Hau ab. Komm her. Aber komm her. So, und er wieder hier. Wir haben schon auf 40%. Wo ist er? Hinten in der Ecke. Mist. Und wir müssen nochmal ein Blut einnehmen. Ich werde jetzt mal zwei normale Blutkonserven einnehmen. Da bist du also. Da hinten ist er wieder. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Du auch. Na, ja, der generiert hier in einer Tour diese dummen Augendinger, aber das ist wohl auch so eine Art
Konfrontationstherapie für... Och, spawn doch nicht immer am Arsch der Welt. Jetzt kriegt er nochmal fürs Knorren. Ich hab mal Geschwindigkeit angeschmissen. Da können wir vielleicht ein bisschen mehr Damage mitfahren. Ah, sieht gut aus. Können immer nur so 20, 30 Schaden machen. Aber wenn wir ihn mal am Arsch haben, dann war's das auch. So, und jetzt hast du deinen letzten Knödel geschissen, mein Freund. Das war's. Oder auch nicht. Anscheinend ist er abgerückt. Das Feuer ist allerdings außen hier, die Tür. Geht auch. Ach du Arsch, oh nein. Wo geht's denn hier hin? Und der Clan Zimiske hatten wir ja schon hier gehabt. Ach, sind wir da unten irgendwo im Loch? Oh Gott. Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Was haben wir denn hier? Hier liegt jemand. Da ist so ein Auge. Hier haben wir ein Klemmbrett erhalten und hier liegt eine Leiche. Ja, komm mal her, du hässliches Mistvieh. Komm doch mal her. Komm doch mal her. Weg. So. Hier scheint es nicht mehr weiter zu gehen. Wir werden jetzt erstmal schauen, was in dem Klemmbrett steht. Oh Gott, ist das wieder nicht hier. Das ist das Klemmbrett. Da war's. Klemmbrett. Sieht aus wie das Klemmbrett eines Angestellten bei den Los Angeles Wasser- und Versorgungswerken, LADWP. Frühjahr 2004. Montag, der 23. Heute, erste Nachforschung anlässlich von Berichten über merkwürdige Sichtungen in der Kanalisation von LA begonnen. Quadrant 13 betreten. Später, heute Nachmittag, sind 14 und 15 vorgesehen. Im Quadrant 13 ist alles ruhig. Dienstag, der 24. Quadrant 13 vollständig untersucht. An verschiedenen Stellen in den beiden Quadranten 14 und 15 unidentifizierte Geräusche vernommen. Zentrale um Bestätigung gebeten, dass keine anderen Inspektoren in diesem Abschnitt arbeiten. Bestätigt. Koordinaten notiert, morgen Untersuchung von Quadrant 16. Mittwoch, der 25. Erneut seltsame Geräusche in Quadrant 16, zweifellos irgendein Tier. In der Kreuzung der Korridore 63a und 64b möglicherweise das Tier gesehen. Weitere Untersuchungen ergaben jedoch keine weiteren Hinweise. Es sind merkwürdige Abdrücke im Schlamm am Rand des Korridors, fast wie Hände, in der Dunkelheit jedoch schlecht zu erkennen. Donnerstag, der 26. Mehr Abdrücke im Korridor 73D entdeckt. Bei einer Art Eingang, der offenbar einen älteren Teil der Kanalisation führt, hörten sie plötzlich auf. Zentrale, nach Plänen der alten Kanalisation gefragt. Es gibt keine. Weitere Anweisungen erbieten. Laut Zentrale soll ich meine Untersuchungen morgen vorsichtig fortsetzen. Freitag, der 27. 8 Uhr. Heute Morgen Untersuchung im älteren Teil der Kanalisation aufgenommen. Wieder diese Art Tier gesehen. Ich kann es keiner mir bekannten Art zuordnen. Die Haut scheint glatt zu sein, fast wie bei einem Reptil. Ich höre es ständig, fast so, als ob es mich verfolgt. Aber mit dem Echo hier unten ist es unmöglich, die Entfernung zu schätzen. Freitag, der 27. 9.15 Uhr. Kann die Zentrale nicht über Funk erreichen. Ich bekomme keine Antwort. Je weiter ich in die alte Kanalisation vordringe, desto mehr nimmt ein deutlicher Geruch zu. Zweifellos der Kadaver eines Tiers, den der letzte Regen mit hinuntergespült hat. Fahre mit der Untersuchung fort. Freitag, der 27. 11.31 Uhr. Ursache des Geruchs gefunden. Wahrscheinlich menschliche Überreste. Sofort Zentrale angefunkt, aber kein Kontakt. Die Leiche scheint einem Durchreisenden zu gehören. Wunden, massive Risswunden deuten auf kürzlichen Tierfraß hin. Koordinaten der Leiche notiert, Rückkehr zur Zentrale zur Berichterstattung. Freitag, der 27. 13.22 Uhr. Ich habe in den alten Tunneln vorübergehend die Orientierung verloren. Versuche die Zentrale zu erreichen, sind gescheitert.
Die Tiergeräusche von vorhin nähern sich wieder. Ich fürchte, dass ich gejagt werden könnte. Deshalb habe ich vorsichtshalber meine Waffe entsichert. Freitag, der 27. 18.30 Uhr. Zweifellos völlig verirrt. Wahrscheinlich bin ich tiefer in die alte Kanalisation vorgedrungen. Hinter mir ist etwas, ich weiß es. Kann die Zentrale nicht erreichen. Batterien in meiner Taschenlampe werden schwächer. Gott hilf mir. Habe Kreatur gesehen. Irgendetwas Monströses. Zähne und Blut. Kann nicht mehr raus. Kein Licht mehr. Niemand hört mich. Oh Gott, bitte, was ist? Die Schrift bricht ab, verschmiert etwa mit etwas, das wie Blut aussieht. Ja, der arme Teufel hat seinen letzten Atemzug hier ausgehaucht. Und auch wir haben hier einen Hebel. Okay. Und auch wir sind jetzt hier unten verloren gegangen ein wenig. Und müssen uns jetzt hier irgendwie einen Weg bahnen. Ich werde mal kurz jetzt hier die Ratten verspeisen. Damit wir überhaupt unseren Schaden wegbekommen und den Blutvorrat irgendwie gefüllt bekriegen. Bevor wir noch mehr von den teuren Blutkonserven hier verbrauchen müssen. So. Jetzt soll es genug der Ekligkeiten sein, bevor wir kotzen. Ja, hier ist alles voll mit Blut. Und irgendwo müssen ja sich aber auch die Dings aufhalten. Irgendwo müssen sich ja auch hier unsere Freunde, die Nosferatu, aufhalten. Hier geht's durch. Ich lade mal die Pumpe nach. Man weiß ja nie, was wir hier noch für einen Spaß erhalten werden. Hau ab. Du schon wieder. Schwinde. Ich hasse diese Augen. Habe ich es schon mal irgendwem gesagt? Ich hasse diese Augen. Wirklich. Na. Aber wir scheinen irgendwie auf dem richtigen Weg zu sein. Weil wir kriegen Augen, da ist eine Tür. Ich höre dahinter schon wieder Geräusche. Hier ist ein Lagerraum. Skandal im Rathaus. Spukkanal zugemauert. Leichen nie gefunden. So, da hatte ich eben mal kurz das Bedürfnis zu husten. Was haben wir hier? Ein Hauptbuch. Hier sind wir anscheinend irgendwo, aber ich möchte... Ach, oh Gott, da hinten war was. Und da ist noch eine Tür. Ah, langsam sind unsere Schlossknackfähigkeiten interessant. Hier ist eine Kiste. Armbrustbolzen haben wir schon auf Maximum. Ist da noch mehr drin? Oh ja. Röhrenfutter für Ithaka. Sehr schön. Ja, das hat sich auf jeden Fall rentiert. Und da hinten sehe ich was Rotes leuchten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Erstmal gucken, wo wir hier rauskommen. Falls wir hier rauskommen. Hm. Ja, es ist schon... Bäh. Aber anscheinend geht hier das Rätsel... Ah, ich glaube, ich habe eine Ahnung, wo wir sind. Und würde sagen, ich beende an dieser Stelle mal die Aufnahme, rendere das Ganze, damit heute noch eine Folge kommt. Und dann sehen wir uns im nächsten Part noch den weiteren Rest der Kanalisation an. Ich möchte noch einmal kurz ins Auftragstagebuch gucken. Wir haben den Zimiski in seinem Versteck am Kingsway besiegt und Zugang zur Kanalisation bekommen, wo sie hoffentlich die Nosferatu finden werden. Gehen Sie sie jetzt suchen. Sie sollten später auch Isaac berichten. Und genau das machen wir. Und dann sage ich an dieser Stelle mal, macht's gut. Ciao, ciao.